Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. So, los geht's. Der Ball rollt, Duell der Tabellennachbarn. Ab dafür. Frankfurt, das erste Mal über die linke Seite. Da ist Platz. Vielleicht der erste Ball in den 16er. Der gelingt, der rutscht durch. In der letzten Konsequenz dann geklärt. Rückert. Guter Doppelpass. Und wieder über links. Hohe Flanke, der kommt an, der ist im Tor. Blitzstart für die U20 der Eintracht. Die jungen Adlerinnen, sie führen. Und das hat nicht einmal 2 Minuten gedauert, bis der Ball hier das erste Mal im Netz zappelt. Schöne Flanke von der linken Seite. Und dann stimmt die Zuordnung bei den Frauen von Carl Zeiss Jena überhaupt nicht, sodass am zweiten Pfosten eingenickt werden kann. Schön zu hören, dass auch die Frauen aus dem Paradies Unterstützung mitgebracht haben. Fans des FCC, die den weiten Weg ins Hessische hier auf sich genommen haben. Und vielleicht können sie ja auch einen Torerfolg ihrer Mannschaft bejubeln. Ausgleich Jena, ich habe es gerade angesprochen, das kann sich hier jederzeit ändern. Und jetzt ist es passiert. Nach einer Ecke, nach einer Standardsituation stellen die Frauen aus dem Paradies das Ganze wieder auf Null. Und Veit, ja. Mit ein wenig Dusel. Wird ihr egal sein. Veit. Wieder Prängel. Die hat Bock heute. Nächster Abschluss, Eintracht. Hier spielen sich langsam aber sicher eine kleine Dominanz. Auch hier wieder kaum Raum zur Entfaltung. Für die Gäste trotzdem der Vorstoß und viel Platz im 16er. Der Abschluss, der ist klasse und landet an der Latte. Wenn Altenburg da noch mit den Fingern dran war, ist es eine Riesentat. Falls nicht, dann darf die Frankfurter Torhüterin durchatmen. Das war haarscharf. Und vor allem haarscharf am Führungstreffer vom FC Carl Zeiss Jena vorbei. Guter Steckpass, Bonsu. Lässt eine Gegenspielerin stehen. Sucht dann den Abschluss. Der ist immer noch scharf. 2:1, Carl Zeiss Jena. Und den haben sich die jungen Adlerinnen selber eingeschenkt. Jena dreht das Spiel. 35 Minuten sind gespielt. Erst ein tolles Solo von Bonsu, das macht das Ganze erst möglich. Und dann der satte Abschluss in die rechte untere Ecke. Der Ball wird schnell ausgeführt und jetzt der Ball in die Mitte. Der Kopfball ist klasse. Und Janning auf der Linie. Tolle Rettungstat der jungen Schlussfrau. Das war ein klasse Kopfball nach der kurzen Eckballvariante. Metzner, Torschützin zum zwischenzeitlichen 1:1. Hier als Wegbereiterin, Bonsu. Ein Haken in die Mitte, Abschluss. Altenburg macht sich lang, aber muss letztendlich nicht eingreifen. Plattner hat Optionen. Über rechts. Janning kommt raus, den muss die Schlussfrau des FC Carl Zeiss Jena haben, wenn sie da rauskommt, aber sie hat ihn nicht. Ausgleich für die jungen Adlerinnen, die hier von einem Schnitzer der Jena-Torfrau profitieren.
Metzner hält den Ball im Spiel und bringt ihn vor allem in die Mitte. Das ist ein grober Querschläger der Frankfurter Verteidigung. Und der FC Kaisers Jena sagt Danke und schiebt zur erneuten Führung ein. 3:2 in der 73. Minute. Das ist bitter für die Frankfurter Eintracht, die sich hier innerhalb der letzten 10 Minuten so ein kleines Übergewicht erspielt hat, aber das zählt jetzt nicht mehr nach dem erneuten Führungstreffer der Gäste. Wie lange lässt Theresa Hug dieses Spiel noch laufen? Das war's. Der FC Carl Zeiss Jena schlägt die U20 von Eintracht Frankfurt in einem sehr unterhaltsamen Spiel mit 2:3. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.